Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bevölkerung in ihrer Bundestagsrede noch einmal eindringlich dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Im Zuge dessen teilte sie auch gegen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz aus, der vergangene Woche in einem Interview der NRW-Lokalradios gesagt hatte, Zitat, 50 Millionen sind jetzt zweimal geimpft. Wir waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet haben. Deshalb sage ich als einer dieser 50 Millionen, es ist gut gegangen, bitte macht mit. Und nebenbei gesagt, natürlich war und ist niemand von uns beim Impfen in irgendeiner Form ein Versuchskaninchen. Niemand. Weder Olaf Scholz noch ich. Doch wenn wir die Menschen davon überzeugen wollen, dann hat das mit Argumenten zu geschehen und nicht mit zurückhaltend formuliert schiefen Bildern von Versuchskaninchen. Merkel ging in ihrer Rede auch auf den Wahlkampf ein und betonte, dass es nicht egal sei, wer regiere. Und dass im Falle einer Wahl von Olaf Scholz ein rot-rot-grünes Bündnis nicht auszuschließen sei. Diese Aussage sorgte im Plenarsaal für einen Aufschrei. Die Bürgerinnen und Bürger haben in wenigen Tagen die Wahl. Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt, oder, ich sag ja nur die Wahrheit. Meine Güte, was für eine Aufregung! Ich bin seit 30 Jahren, über 30 Jahren, Mitglied dieses Deutschen Bundestages. Und ich weiß nicht, wo, wenn nicht hier, solche Fragen diskutiert werden müssen. Das ist die Herzkammer der Demokratie und hier wird genau das diskutiert. Scholz selbst ging in seiner Rede zunächst auf die Corona-Krise ein und bedankte sich bei Angela Merkel auch für die gute Zusammenarbeit. Dann konterte er die Aussagen der Kanzlerin mit einem Seitenhieb. Ich finde, es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte beginnt über Impfpflichten und Ähnliches. Was wir machen müssen, ist, die Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen. Und auch das will ich gerne sagen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir sie überzeugen, indem wir das machen, locker, gelassen, auch mit Witzen, über die auf vielen Veranstaltungen gelacht wird. Wenn einige nicht lachen wollen und darüber sich aufregen, hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass sie beim Blick auf ihre Umfragewerte wenig zu lachen haben.